Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Wir haben in der letzten Folge diese eine Säule hier aktiviert. Hallo kleine Pinguine. Ich nenne euch alle Gunther. Die tummeln sich um mich, wie süß. Genau, wir haben diese Säule aktiviert. Die hat erstmal diesen fetten, geilen Lichtschaller hierhin gepackt. Und wir müssen den nächsten hier aktivieren. Oh, was ist hier los? So nice. Und er schickt den Polarlichter durch meine Hütte. Weil er das kann, sagt er sich. Ach, verdammt, wir müssen außen rum. Durch meine Hütte geht das hier gleich zum nächsten. Frostfuchs. Yay. Sind das Polarbears? Ein Fluffjunge. No. Das sind flauschige Hunde. Ich will euch doch nur angucken. Naja, gehen wir erstmal. Und ein kleiner Frostfuchs. Wie kommen wir da hoch? Ah. Bam, Digga. So muss das. Und schon aktivieren wir den nächsten. Was ja wohl absolut episch aussieht. Wahnsinn. Auch mit dem Mondschein jetzt. Und jetzt? Ah. Was? Da hinten hin. Alles klar. Dann wollen wir mal. Plopp. Hallo kleiner Pinguin. Ich snack das hier nochmal weg. Halt. Okay, ich dachte, hier leuchtet irgendwas. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein bisschen Finsternis. Ach ja, das war ja hier unten drin, ne? Aber die Tür ging ja nicht auf. Aber wie geil ist bitte das jetzt hier, oder? Dass man jetzt hier den fetten Weg weiß. Ist das da ein riesiger Wal in der Luft? Das ist doch ein riesiger Wal da oben, oder nicht? Ich wünschte, ich hätte gerade ein Fernglas. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Oh shit, jetzt müssen wir nach da hinten. Das snacken wir nochmal weg hier. Das ist ja cool. Achso, so weit war das gar nicht. Das schien es so weit zu sein. Aber ich will wissen, was das da oben im Himmel war. Das sah ja richtig nice aus. Das ist so wie Ho-Oh, könnte man sagen. Und jetzt interagieren. Jetzt geht die Tür natürlich auf. Interessant. Auf in die Eishöhle. Wir dürfen natürlich hier. Wie hübsch. Oh ja, das kriegen wir da weg. Plopp. Sehr, 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 sehr nice. Alter, guckt euch diese riesigen Früchte hier an. Wie geil. So geil. Riesenobst und Gemüse. Oh. Die Musik war sehr, sehr witzig. Schön challenge. Zack, das haben wir auch abgehauen. Hier brauchen wir wahrscheinlich wieder den Hammer für. Zack. So. Wow. Von da wären wir runtergekommen.
Alter, wenn hier unten nicht auch noch ein Geist wäre, ist, dann fresse ich einen Besen. Wo geht's hier lang? Nirgends. Aber da kann man sich einen ganz guten Überblick verschaffen. Interessant. Sehr, sehr interessant hier alles. Trotzdem, was war dieses ho-oh-artige Wesen am Himmel? Was da wirklich sehr, 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 sehr lässig ausgesehen hat. Da haben wir auf jeden Fall die Wasserquelle. Den zerbashen wir nochmal. Auch den hier können wir noch eine Runde zerbashen. Zack. Hier ist auch noch einer zum zerbashen. Man weiß ja nie. Hier könnte man rein theoretisch angeln. Oh, hey, ein Mensch. Auf der Suche nach einem Stück Arcadia-Eis. Viel Glück. Das Arcadia-Eis ist von gewöhnlichem Eis eingeschlossen. Obwohl, jetzt wo du es sagst, vor längerer Zeit haben die Menschen einen Weg gefunden, aber ich weiß nicht mehr welchen. Ich weiß nur noch, dass es mir in den Ohren gedröhnt hat. Das klingt vielleicht verrückt. Was? Das klingt vielleicht verrückt, aber würde es helfen, Lärm zu machen? Vielleicht. Okay, komm, komm, das snacken wir noch gut weg. So. Das hier bringt nichts. Aber es ist natürlich klar gewesen, dass hier noch ein ansehnlicher Geist hockt, besonders weil hier jetzt auch noch Eis ist. Bam! Oh. Das hört sich merkwürdig an. Oh, komm, komm hier, komm, das looten wir noch mit weg. Alles, weil das hier geht, sollte man das natürlich immer alles mitnehmen. Man weiß ja nie, wann man wieder herkommt. Ist da eine Truhe drin? Nein. Oh. Das wird lustig. Kann ich das nochmal machen? Na schade, ich dachte, ich kann vielleicht hinter der Glocke noch irgendwas finden. Singt jetzt der Geist? Oh. Wow. So hübsch. Wirklich hübsch. So, dann wollen wir mal. Sprich mit Spike. Gute Arbeit. Mit den Eiskristallen jetzt sollte es ein leichtes sein, ein Stück Arcadia-Eis zu schnappen. Interagieren. Ich habe vergessen, wie ihr Menschen Arcadia-Eis sammelt. Aber jetzt fällt es mir wieder ein. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich wäre lieber wo es warm ist. Kann ich mit dir kommen? Ja. Arcadia-Eis entdeckt. Eis für dich. Nice. Eis ist immer lecker. Alter, diese Höhle. Komm, wir angeln hier mal eine Runde. Vielleicht haben wir was. Ach du Heiliger. Alter, das Ding ist größer als ich. Beiß an, beiß an, beiß an. Komm schon.
Nein, 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 nicht. Nicht die Richtung wechseln, Jung. Gigalefisch. Neuer Rekord, 53 cm. Wir sind ganz schön klein. Alter Schwede, was das Ding riesig. Oh, das wäre nur ein kleiner Dippfisch. Zack. Na komm, kleiner Dippfisch. Flupp. Jupp. Aber dieser riesige Fisch ist ja wohl... Den gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an, würde ich sagen. In unserer Enzyklopädie. Spitzenfisch. Regenbogen, Glücksfisch. Nice. Super Sultan. Prinzfisch. Königinfisch. Der geheimnisvolle Gigalef. Seit über 500 Jahren hat keiner mehr einen gefangen. Nice. Und ich hab einen. Jahreszeit, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Glanzsand, Zitterebene, Feuerwinter. Oh, den findet man ja überall. Ich dachte, der wäre was Besonderes, aber den kriegst du ja überall an jeder Ecke. Verkauft er seine Uhren, würde ich sagen. So. Stecken wir mal unsere Angel weg. So, den würde ich sagen, gehen wir mal glatt zurück zum Ort. Oh, jetzt hat er schon wieder die Gildenmeister. Suche nach Himmelserz. Okay, 5 Himmelserz. Okay, warte 3 Nächte, alles klar. Ah, okay, jetzt können wir die Mission offenbar beenden. Aber haben wir jetzt... Okay, das ist ein wichtiger Gegenstand. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück und, naja, gucken, was wir aus unserem Himmelserz gemacht hat. Weil das ist ja natürlich, aber der Fisch war ja wohl gigantisch. Oh, was bist du denn? Ach, immer noch ein Schneefuchs. Und diese Hundeartigen. Dum, dum, da, dum, 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 da. Wieso müssen wir jetzt hier in dieses Gebiet? Okay. Wenn das Spiel uns sagt, wir müssen da hoch, dann müssen wir da hoch. Da mein guten alten schwarzen Fuchs. So. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Clay. Und da oben ist, sehe ich gerade, ist auch noch ein bisschen Finsternis gewesen. Aber wir haben es doch schon wieder Tag. Ist doch auch schon mal schön. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Zeit totgeschlagen, dass wir quasi über Nacht so. Zack, bam. Da haben wir noch einen kleinen Baum gepflanzt. Noch 18 übrig. Jo, 7 haben wir. Klack. Wie sich das gehört. Aber was ist das? Interagieren. Tschüss. Alles klar. Ein sammelbares Licht offenbar. Okay. Da oben ist das Wesen schon wieder. Das fliegt um diesen Lichtpunkt da oben herum. Vielleicht sollten wir uns mal in einer Folge vornehmen, da oben hochzuklettern. Hier ist auf jeden Fall etwas Düsternis. Die braucht wahrscheinlich ordentlich. Ne, 12 von 12. Geil.
plopp. Und schon haben wir hier einen neuen Gegenstand. Ein paar Samen. Wow. Okay. Ich folge mal dem Weg. Vielleicht kommen wir von hier auf die andere Seite. Plopp. Dich lassen wir jetzt mal in Ruhe, Erz. Klaggedi, klaggedi, klack. Flup, 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 flup. Wow. Wir sind... Wow, im Kirschgebiet. Allerdings müssen wir... laut Karte... dahin. Was gar nicht so unweit ist. Wir müssen im Grunde hier rum. Und dann sind wir eigentlich schon mit auf dem Weg. So. Jetzt hier wahrscheinlich nochmal rüber über den Berg. Ja, dachte ich mir. Dachte ich mir. Wir müssen außen rum. Das ist ja ein lustiges Haus. Kommen wir da hoch? Nein, kommen wir nicht. Wir müssen wirklich außen rum. Zack. Jo. Zum 100. Mal. Ich bin nicht der Bäcker. Tick-Tack. Immer noch hier, entweder hast du eine Glutenunverträglichkeit, dankeschön. Ich habe Gluten gelesen. Ich hasse Gluten, Tick-Tack. Oder du suchst Ruby Tick-Tack, die Anführerin der Bastler-Gilde. Tick-Tack, nun, da hast du ein Glück. Jo, alles klar. Wir sind, oder hier sind die Rezepte für Bastler-Set und Zahnrad. Oh, um etwas Material für den Anfang... Komm zurück, für die Herstellung. Wenn du die Herstellung eines Zahnrads gemeistert hast. Alles klar. Allerdings. So, na. Brauchen wir das Himmelserz. Da müssen wir noch ein Stück weiter. Die ist im oberen Teil, oder? Ah, wieso dachte ich mir das? Zup, 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 die zup. Gehen wir nochmal fett durch die Tür und das ist doch ganz entspannt hier. Zack, okay. Aber es ist sehr, sehr cool, dieser Ort hier. Ich glaube, wir können uns auch mal in einer Folge nur um diese ganzen... Gilden kümmern. Okay, irgendwas mache ich falsch. Wir sind hier. Da müssen wir hin. Händler. Okay. So. Und wir sind jetzt hier. Also im Grunde müssen wir, oh, wir müssen um diesen Berg herum. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Sogar die Nacht wird hier rosa. Sehr, sehr lässig. Wir sind Parcours-Sprinter. Wie sich das gehört. Alles klar. Naja, sonst machen wir einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut erstmal rein. Und ciao.